konkret innovativ vorschlagen, die selbstständige Organisation, die wird jetzt der Anblick kaum vorstellen. Ja, genauso guten Morgen, Alter. Mein Name ist André Kaun, ich bin Elternvertreter auf der Sekundarschule, also auf der ISS. In Berlin die Zusammenlegung von Hauptschule und Realschule, die es ja so separat nicht mehr gibt, sondern gibt jetzt integriert in der Sekundarschule. Das ist also eine staatliche Schule. Bei einer staatlichen Schule, wenn man so hört, die anderen beiden Vorschläge, pädagogische Freiheit, gleichberechtigte Finanzierung, dann frage ich mich natürlich als Elternvertreter von der staatlichen Schule, was passiert dort jetzt? Also pädagogische Freiheit, die Lehrer sollen mehr Gestaltungsspielraum bekommen, haben sie ja bei den freien Schulen schon. Gleichberechtigte Finanzierung, wir sagen, die freien Schulen, die freien Träger sollen genauso finanziert werden wie die staatlichen Schulen. Vielleicht kann ich noch ergänzen, wir haben das Thema Wartefrist auch noch. Jetzt müssen freie Träger quasi 5 Jahre lang warten, bevor sie überhaupt das erste Mal Geld bekommen vom Land Berlin. Sie müssen das also überbrücken, aber ich will jetzt nicht so tief an der Stelle einsteigen. Die Frage ist natürlich, wenn die freien Träger gleichberechtigt finanziert werden, sie haben alle Möglichkeiten, ihr Konzept selbst zu gestalten, auch an der Schule. Was passiert dann eigentlich mit den staatlichen Schulen? Die haben im Prinzip, ich sag mal, 100% Finanzierung, sind aber eingeschränkt eben durch viele Vorgaben vom Senat. Und wir meinen, dass das ist ein einfacher und überschaubarer Vorschlag. Die staatlichen Schulen brauchen mehr Selbstständigkeit. Sie brauchen mehr Möglichkeiten, die Dinge dort zu regeln, wo die Probleme sind, nämlich an den Schulen. Und deshalb fordern wir, dass wir aus den Schulen, die jetzt sogenannte nicht rechtsfähige Anstalten öffentlichem Recht sind, dass wir aus diesen Schulen rechtsfähige Körperschaften öffentlichen Rechts machen. Das sind ein paar juristische Fragen, die muss man vielleicht auch nicht heute hier auf mehr eingehen, tiefer. Wir haben es in unserem Dokument Umsetzungsvorschläge tiefer beschrieben. Im Prinzip geht es uns darum, dass Schulen dies wollen. Wir wollen ja nicht, dass alle staatlichen Schulen machen. Aber vielleicht gibt es ein paar Schulen, die damit anfangen wollen, dass die mehr Selbstständigkeit machen und diese Selbstständigkeit eben auch wirklich praktisch durchführen können. Dazu müssen sie rechtsfähig sein. Sie dürfen also nur ein eigenes Budget verwalten, wenn sie rechtsfähig sind, wenn sie eine rechtsfähige Körperschaft sind. Und sie dürfen auch nur über Personal entscheiden, also Personal möglicherweise mal selber einstellen an der Schule, ohne dass es vom Senat ausgetan wird, wenn sie eine rechtsfähige Körperschaft sind. Deshalb ist diese Rechtsform so wichtig. Für staatliche Schulen, die da vielleicht eher ein bisschen zurückweichen oder sich wirklich trauen, sage ich mal, oder vielleicht auch nicht wollen, sind wir der Meinung, dass wir im Berliner Schulgesetz die vorgesehen die Schulversuche stärken. Es gibt im Berliner Schulgesetz § 18 die Möglichkeit der Schulversuche. Und wir wollen, dass einfach an der Stelle viel mehr ausprobiert wird von den staatlichen Schulen. Das ist zurzeit nicht ganz so einfach, man muss da einen Antrag stellen. Wir haben das an unserer Schule auch durch, da stellen sie einen Antrag, da kriegen sie in 3/4 Jahr nicht mal eine Eingangsbestätigung. Nach 1/2 Jahren kommt dann eine Antwort. Darauf können sie zum Schulversuch. Also, wenn wir Ihnen aus der Praxis ein paar Sachen erzählen, ist schlimm. Vielleicht kann ich Ihnen noch sagen, ein bisschen als Abschluss, vielleicht nochmal zur Auflockerung. Wir sehen bei uns, also Elternvertreter sind kennen, in jeder Klasse werden 2 Elternvertreter normalerweise gewählt. An den staatlichen Schulen ist das so vorgegeben. Die größte Sorge der Lehrerin auf diesem ersten Elternabend ist, dass sie überhaupt 2 findet. Wir haben jetzt mittlerweile Klassen an unserer Schule, das sind 360 Kinder und wir haben 3 oder 4 Klassen, die haben gar keinen Elternvertreter, weil sich niemand gefunden hat. Die Elternvertreter bleiben ja dann so ungefähr 20 übrig, die sich da treffen. Normalerweise gibt es 2 mal im Jahr, der Direktor geht ein, das ist eine sehr müde Veranstaltung. Wir haben das bei uns an der Schule jetzt selbst in die Hand genommen und haben gesagt, wir können uns ja auch so oft treffen, wie wir wollen. Aber in der Praxis ist es so, ich sag mal, wie früher im Kindergarten, jemand sagt, dann machen es alle. Und wir haben das bei uns jetzt mal selber in die Hand genommen. Und ich würde vielleicht zum Abschluss nur noch mal sagen, welche Probleme wir identifiziert haben an unserer Schule. Jetzt sind 9 Stück, erschrecken Sie mal nicht, aber ich will es Ihnen trotzdem mal sagen. Wir haben Probleme mit sehr viel Unterrichtsausfall. Das hat was mit Krankenstand zu tun. Wir haben, also nach unserem Gefühl, ist es ungefähr über 15-20% Ausfall.
viele dieser Stunden werden aber vertreten. Das heißt, es ist ein Riesenaufwand, eine Schule Vertretungsstunden zu organisieren, sodass in Wahrheit ungefähr nur 2-3% der Stunden ausfallen. Aber Sie haben dann eben nicht den Fachlehrer im Unterricht, sondern Sie haben den Vertretungslehrer im Unterricht. Das ist eine ganz andere Qualität. Das war der zweite Punkt, ständige Lehrerwechsel ist hier das Stichwort. Der dritte Punkt ist bei uns in der Schule, die Kinder gehen einfach nicht gerne zur Schule. Klingt ganz banal, aber es finden wir ein wichtiger Punkt. Die haben, sind noch 3 Wochen Ferien und sagen sie, die Ferien sind bald zu Ende, dann geht die Schule. Viertens, die Lehrer sind extrem genervt. Fünftens, Schulleiter und Sekretariat erstickt in Verwaltungsaufgaben. Sechster Punkt ist, der Unterricht wird uneffektiv empfunden von uns Eltern. Ich war ein Beispiel, eine Mutter gesagt, sie waren jetzt in Frankreich im Urlaub. Die Tochter hat da seit 4 Jahren Französischunterricht und spricht nicht. Da fragen sich die Eltern, warum macht man denn diesen Staatsunterschied? Die Bestrafung von Schülern mit Tadeln und Verweisen ist scheinbar an den öffentlichen Schulen, weil die Lehrer einfach auch nicht weiter wissen, eskaliert wird. Also das ist eine Inflation von Strafen, sagen wir. Ne? Dann achtens ist so ein bisschen Selbstkritik natürlich. Die Eltern- und Schülervertretung funktionieren eigentlich nicht. Die stehen auf dem Papier, aber werden nicht richtig gelebt. Und das geht ja nicht nur in den Schulen so, bei den Gesamtelternkonferenzen, sondern das geht weiter in die Bezirke, Bezirkselternkonferenzen. Und ich kann es jetzt nicht sagen, wie der Landeselternausschuss aussieht, aber richtig Bums ist nicht dahinter. Neuntens nochmal Selbstkritik an die Eltern, muss man einfach so sagen, das haben wir selber festgestellt, weil wir jetzt eine Schulinspektion hatten vom Senat an der Schule. Das pädagogische Konzept der Schule ist den Eltern nicht. Also die Schulinspektion hat festgestellt, dass die Eltern das Konzept der Schule überhaupt nicht kennen. Wir regen uns ja auch oft als Eltern, was alles falsch ist, aber wir selber sind, wir kennen eigentlich gar nicht das pädagogische Konzept, wir kennen nicht die Inhalte des Rahmenlehrplans. Deshalb glauben wir, dass mehr Selbstständigkeit an die Schulen muss. Und vielleicht jetzt wirklich zum Abschluss, dass es nicht zu weit ist, aber das ist sehr aktuell. Wir haben uns als Elternvertretung gefragt, weil da reden wir jetzt so viel als Eltern. Wir fragen mal die Schüler. Und wir haben jetzt im letzten Monat eine Schülerumfrage gemacht, einfach über Internet. Jeder hatte eine TAN-Nummer. 360 Schüler, 117 haben sich beteiligt. Das sind 32% Wahlbeteiligung. Das war aber absolut freiwillig. Wir haben betont, dass es anonym und freiwillig ist. Die Lehrer wollten dann eigentlich eher organisieren, dass alle geschlossen in so ein Computerkabinett, aber wir wollten nicht. Wir wollten, dass es absolut freiwillig ist. Und dafür sind wir eigentlich mit 32% Wahlbeteiligung, fanden wir toll. Und ich will nur noch mal so ein bisschen vielleicht zur Auflockerung noch mal ganz schnell ein paar Zahlen sagen. 72% der Kinder stört, wenn ständig der Lehrer wechselt, also zu diesem Stichwort Vertretungsstunden. Eine Vertretungsstunde ist einfach nicht eine normale Stunde. 72% der Kinder stört. 70% sagen, in einer Vertretungsstunde lerne ich genauso viel wie in einer normalen Unterrichtsstunde mit dem Fachlehrer. Also da sagen 70% stimmt nicht. Also sie lernen nicht so wie sonst. 60% sagen, in manchen Fächern haben wir gar keinen Unterricht. Auch interessant, wie die Schüler das empfinden. 82% sagen, viele Dinge könnte ich schneller lernen, wenn der Unterricht anders wäre. Mit dem Sozialarbeiter an unserer Schule habe ich schon über Probleme gesprochen, sagen 76% haben wir noch nicht. Aber wir finden 82% sehr gut, dass es einen gibt. Und 70% der Lehrer, also die Schüler denken, 70% der Schüler denken, dass die Lehrer von ihnen genervt sind. So, und das vielleicht zum Abschluss, und dann kommt man wirklich auch zu dem Punkt nochmal, warum diese selbstständige Organisation wirklich so wichtig ist. Nur 50% der Kinder haben gesagt, sie wollen, dass die Eltern sich mehr engagieren in der Schule und helfen, Probleme zu lösen. Also war so 50-50. Aber 86% der Kinder haben gesagt, Schüler und Lehrer sollten regelmäßig miteinander diskutieren, was an der Schule besser gemacht werden könnte. 86%. Also das spricht für mich dafür, dass die Leute an den Schulen, die Lehrer, die Kinder, vielleicht auch natürlich Unterstützung der Eltern, aber vor allen Dingen die Leute, die da sind vor Ort, die Schüler und die Lehrer, dass die die Sache in die Hand nehmen sollten oder viel mehr in die Hand nehmen sollten, auf jeden Fall als bisher. Und wir meinen mit unserem Vorschlag, dass man dadurch, dass man an dieser Rechtsfähigkeit arbeitet, dass man hier den Schulen mehr Verantwortung in die Hand
geben kann, dass man das rechtlich absichert und dass dann eben Dinge möglich werden, wie dass eine Schule auch mal ihr Budget selber verwaltet und vor allen Dingen diese große Frage Personal, ist ja die feine Begriff, wie wichtig der Lehrer ist und der Personal, diese, also alle, die sich damit beschäftigen, kennen diese Casting-Shows, das sind schöne Sachen für die Schulen. Die Schulen müssen selber entscheiden können, wie sie Personal einstellen und wie sie damit umgehen. Ja. Dankeschön, André. Wer das nochmal nachlesen will, unsere konkreten Umsetzungsvorschläge, wie sehen hier aus, kann man sich auf unserer Internetseite auf PDF verteilen.